Ein guter Wein ist eine Offenbarung für die Sinne. Ich schwebe im siebten Himmel. Aber ich habe ein Problem. Es gibt viel zu viel verschiedene Weine. Naja, schönes Etikett. Ob der Wein gut ist, ich habe keine Ahnung. Auch ein sehr schönes Etikett, aber... Am Ende kaufe ich dann irgendeinen Wein mit einem schönen Etikett, bezahle mich dumm und dämlich und erwische trotzdem Essig. Doch mein Retter in der Not ist Philipp Schwander, der einzige Master of Wine der Schweiz. Philipp ist ein wandelndes Weinlexikon. Ein Phänomen. Man sagt ihm nach, er habe den exquisiten Geruchssinn eines Trüffelhundes. Philipp führt mich ein in die wunderbare Welt des Weins. Wir besuchen die verschiedensten Weinregionen. Vor Ort sehen wir, wie Wein entsteht. Wir gehen zum Ursprung, zu den Winzern selbst. Eine Weinsendung mitten in London anfangen, ist das nicht völlig absurd? Das hat seinen guten Grund. Die Engländer hatten schon immer eines der besten Weinangebote weltweit. Und weil die Engländer ja selber nicht Wein produzieren, haben sie auch eine der besten Weinliteraturen geschrieben, weil sie unvoreingenommen die Qualitäten in den verschiedenen Ländern beurteilen konnten. Hier im Bankenviertel herrscht jetzt zwar eine etwas trübe Stimmung, aber im Gebäude der Weinhändlergilde hat sich in den letzten paar Jahrhunderten nicht viel verändert. Das alljährliche Claret Tasting der Masters of Wine in der Winkler's Hall. Die Masters probieren hier mehrere hundert Bordeaux des Jahrgangs 2004. Die Prüfung zum Master of Wine gilt als die schwierigste Weinprüfung weltweit. In meinem Jahr haben von 100 Kandidaten nur gerade 2 die Degustation bestanden. Die Welt der Weinfachleute ist eine wundersame Welt. Es sieht aus, als würden sie ein Mundwasser testen. Unglaublich. Von diesen Masters of Wine gibt es gerade mal 280 auf der ganzen Welt. Es ist kein Zufall, dass wir hier hunderte Bordeaux degustieren. England war über Jahrhunderte hinweg der wichtigste Abnehmer für Bordeaux. Der Transport von Bordeaux nach England war sehr einfach, dauerte nur etwa 10 Tage. Im Mittelalter war das natürlich eine Rekordzeit. Der Transport über Land wäre viel aufwendiger gewesen, zum Beispiel vom Burgund her. Das war auch der Grund, weshalb Bordeaux eine derart große Rolle in England gespielt hat. Ja, grüß dich, Felix. Du möchtest einen Wein kaufen und weißt nicht welchen. Ich suche immer wieder Rat bei anderen. Einmal hat mir ein pfiffiger Franzose erklärt, einen guten Wein erkenne man daran, dass man den Daumen möglichst tief in den Flaschenboden stecken kann. Je tiefer, desto besser der Wein. Es gibt noch ganz viele solche absurde Weingeschichten. Und denen gehen wir jetzt auf den Grund. Und dafür habe ich ein ganz besonderes Fahrzeug ausgeliehen. Ja, Philipp, für mich ist es ein extrem großes Rätsel, wie man eigentlich gute Weine findet. Es ist wirklich nicht so einfach, einen guten Wein zu finden. Ich meine, du kannst nach dem Preis kaufen, aber wenn du eine Flasche für 100 Franken kaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er gut ist. Aber das Interessante sind ja gerade die Trouvaillen, die guten, nicht ganz so teuren Weine. Auf unserer Reise konzentrieren wir uns auf Weingüter, die Rotweine im Bordeaux-Stil keltern. Und solche gibt es auch im Tessin.
Hier an diesen steilen Hängen wachsen diese fantastischen Merlot-Trauben. Ich habe übrigens vor 15 Jahren eine Blinddegustation gemacht mit den teuersten und besten Merlots weltweit. Und da hat ein Tessiner gewonnen. Weißt du, Felix, was mir am Tessin so gefällt, sind seine herrlichen Grottos. Wir degustieren 3 Tessiner Merlot. Merlot ist ja die bekannteste Rotweinsorte in Tessin. Er gibt auch die besten Rotweine. Und ich bin gespannt, wie du diese Weine beurteilst. Der 3. gefällt mir besonders gut. Merlot del Ticino ist nicht gleich Merlot del Ticino. Also der 3. ist von einem der besten Tessiner Produzenten, von Werner Stucki. Der ist übrigens gleich hier in der Nähe. Ich habe hier noch die Flasche, falls du sie sehen möchtest. Wenn du Lust hast, gehen wir ihn besuchen. Aber nach dem Essen bitte. Wie kriegt Werner Stucki das bloß hin? Im Vergleich zu den anderen beiden Tessiner Merlots war seiner einfach Welten besser. Die Liebe zum Wein führte Werner Stucki in den Tessin. Werner war Anfang der 80er Jahre der Erste, der im Tessin Merlot im Bordeaux-Stil gekeltert hat. Kannst du uns mal kurz erklären, was das heißt, Merlot im Bordeaux-Stil? Die große Neuerung war wahrscheinlich, es hat niemand lange Mazerationen gemacht. Du meinst damit die Vergärung an den Traubenschalen? Und das Zusammenlassen der Schalenkernen mit dem jungen Wein. Und dann war ich tatsächlich auch der Erste, der Barrique-Weine verkauft hat im Tessin. Die Tessiner haben gedacht, Stucki spinnt. Ich glaube einfach, große Merlots werden im Barrique ausgebaut. Ich habe nichts gegen Stahltankweine, überhaupt nichts. Sie sind auch gut. Aber ich bin ein sogenannter Barrique-Omane. Trotzdem gefällt mir das eigentlich, ja. Die Lagerung im Barrique ist ein wesentliches Merkmal des modernen Tessiner Merlots. Werner Stucki ist da der Pionier. Für ihn ist Weinmachen nicht nur eine Arbeit, sondern eine Lebensphilosophie. Er verbindet die Welt des Genusses mit Musik, Kunst und Architektur. Philipp hat mir erklärt, dass man beim Degustieren, wenn man das Alter eines Weines bestimmen will, den Wein vor eine weiße Oberfläche halten soll. Wenn der Wein eher ins Bräunliche geht, dann ist er älter. Wenn er eher ins Purpurne geht, ist er jünger. Dieser hier scheint eher jung zu sein, hat aber eine wunderschöne Farbe. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cuore non sono capace, lieve affetto ad inspirare. Ich schlage jetzt vor, wir fahren jetzt mal Richtung Venedig. Dort im Hinterland ist das Prosecco-Anbaugebiet. Ist Prosecco nicht eher ein deutsches Produkt? Nicht unbedingt. Es wird zwar sehr oft in Deutschland getrunken. Man sagt Prosecco. Da wird es sich wohl kaum um Rotwein im Bordeaux-Stil handeln. Aber da Venedig am Weg liegt, gönnen wir uns doch diesen Aperitif. Also ich denke, jetzt müssen wir dann schon gelegentlich einen Prosecco trinken. So geht das nicht weiter. Ciao, grazie. Ciao. Was mir Philipp so unendlich sympathisch macht, er ist genauso versessen wie ich auf gutes Essen. Pescati questa mattina in Canal Grande. Es gehört einfach zusammen. Gutes Essen, guter Wein. Ah, herrlich. Ich bekomme Hunger. Siehst du diese frische Seezunge, wenn man die so fein in Butter mit Petersilie... Ja, da steigt der Appetit allmählich ins Unermessen. No, va bene così. Der Rialto-Markt sieht heute noch so aus wie vor 300 Jahren. Und hier, im ehemaligen Lagerhaus für Orangen, ist jetzt die Bar Naranzaria, wo man auch sehr gut isst.
Endlich ein Glas Prosecco. Im Hinterland von Venedig, wo die reichen Venezianer sich im Sommer zurückgezogen haben, Palladio-Villen, sagen wir vielleicht etwas, dort ist das Anbaugebiet vom Prosecco. Also dann noch einmal zum Wohl. Trotzdem meldet sich bei mir allmählich ein kleines Hüngerchen. Wenn ich da rüberschaue, schau mal, das sieht doch sehr lecker aus. Unser Essen ist wunderbar. Sie isst Lachs und Wolfsbarsch Carpaccio. Und ich esse ein Thunfisch-Tartar. Ich war am Morgen auf dem Markt einkaufen. Danach komme ich normalerweise hierher, um ein Glas Prosecco zu trinken. Ah, das hat Tradition. Nach dem Markt noch auf ein Glas. Das hat Tradition in Venedig und nicht nur einen Prosecco, viele Proseccos. Ein sehr guter Prosecco. Die beiden Venezianerinnen scheinen ihren Prosecco ja wirklich zu genießen. Es stellt sich heraus, dass eine von den beiden eine international bekannte Glaskünstlerin ist. Incredible. Inspiriert von der venezianischen Murano-Glas-Tradition macht sie Kunstinstallationen in den unglaublichsten Farben und Formen. Nördlich von Venedig liegt das Prosecco-Anbaugebiet mit seinen Hauptorten Valdobbiadene und Conegliano. Alle trinken immer Prosecco, aber niemand weiß eigentlich, woher er kommt, was es ist. Und die Gegend ist ja eigentlich wunderschön. So eine liebliche, hügelige, sehr schöne Gegend. Man kann gut essen, hat gute Hotels. Prosecco ist eine Traubensorte, ist aber auch zugleich die Bezeichnung für das Anbaugebiet. Das ist eine relativ große Traube, die wird schon sehr lange hier kultiviert. Mit einem verführerischen, fruchtigen Geschmack, mild auch relativ. Und von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser Prosecco-Schaumwein ein entsprechend charmanter, schöner Schaumwein ist. Ich muss etwas langsam fahren, weil die Straßen sind so eng, dass ich da... Ja, zum Glück hast du ein sehr handliches Gefährt mitgenommen. Ja, dieses Riesenteil da ist natürlich sehr praktisch für hier. Ja. Auch überall Tankstellen. Hast du überhaupt noch Benzin? Wir sind hier mitten im Prosecco-Anbaugebiet, und zwar im berühmtesten Rebberg, dem Gartize-Rebberg, eine extreme Steillage. 60 Kilometer da hinten übrigens ist Venedig, eine wunderschöne Gegend. Und wir spazieren mit Antonio Bisol. Er ist einer der Pioniere des Prosecco-Anbaus, einer der besten Produzenten. Und er war 16 Jahre Präsident des Consorzios der Prosecco-Vereinigung. Was ist das Besondere am Gartize-Rebberg? Il Gartize è una collina molto ripida. Das Spezielle am Gartize-Rebberg ist, dass er sehr steil ist. Die Kultivierung ist sehr aufwendig. Der Ertrag der Rebstöcke ist klein, aber die Qualität sehr hoch. Dies nicht nur dank des Terrains, sondern auch dank eines besonderen Mikroklimas mit großen Temperaturschwankungen, das durch die hohe Sonneneinstrahlung und die nahen, kühlenden Berge entsteht. Per cui abbiamo una escursione termica che è molto ottima per avere una grande qualità nella zona del Prosecco. Gartize übrigens ist nur 106 Hektar von insgesamt 3.500 Hektar des gesamten Anbaugebiets. Eine Hektar in diesem speziellen, kostbaren Rebberg kostet übrigens über 1 Million Euro. Wir sind hier immer noch im Gartize-Rebberg zu oberst in dieser spektakulären Kellerei, die sich draußen befindet. Links geht es steil hinunter, rechts haben wir die Stahltanks, in der die erste Gärung stattfindet, wo der
Traubensaft zum Weißwein wird. Im Unterschied zum Champagner, wo die Gärung in jeder einzelnen Flasche stattfindet, findet die Gärung, die zweite Gärung beim Prosecco im Drucktank statt. Bei der alkoholischen Gärung wird ja der vorhandene Zucker zu 50% in Alkohol umgewandelt und zu 50% in Kohlensäure. Im Drucktank kann diese Kohlensäure nicht entweichen und es entsteht ein Schaumwein. Beim Champagner wird der Wein sehr lange auf der Hefe gelagert, bis zu 3, 4, 5 oder 6 Jahren. Beim Prosecco wird er nur sehr kurz auf der Hefe gelagert, die sich im Drucktank absetzt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Prosecco deutlich fruchtiger, deutlich geschmeidiger und meistens auch viel charmanter ist als vergleichbare Champagner. Ich finde diese Stahltänke wirklich sehr beeindruckend. Aber was mir besonders gefällt, ist die Akustik. In diesen heiligen Hallen, wo Menschen Mensch vergehen. Das Interessante ist eigentlich, dass der Flottenadmiral Tirpitz indirekt schuld am Erfolg des Proseccos ist. Tirpitz war zuständig für den Aufbau der kaiserlichen Marine vor dem Ersten Weltkrieg und hat gesehen, dass die Deutschen dafür zu wenig Geld haben. Kaiser Wilhelm hat deswegen die Sektsteuer eingeführt. Das ist eine ziemlich hohe Steuer auf jeder verkauften Flasche Sekt. Ab 4 Bar Druck wird die Sektsteuer erhoben. Die Marine hat sich 1919 selbst versenkt, aber die Steuer gibt es heute noch. Die Prosecco-Produzenten waren dann die ersten, die eben unter 4 Bar Druck abgefüllt haben. Dadurch war der Prosecco wesentlich preiswerter als die anderen Schaumweine und die Deutschen haben sich auf diesen Prosecco gestürzt und nur noch dieses Getränk bevorzugt. Diese Prosecco-Welle ist dann übergeschwappt auf andere Länder. Prosecco ist nach Champagner einer der gefragtesten Schaumweine überhaupt. Wunderbar. Wenn wir schon im Gartize-Rebberg sind, schlage ich vor, trinken wir auch einen Gartize. Das ist jetzt sozusagen der Rolls-Royce unter den Proseccos. Dann habe ich noch einen in der blauen Flasche. Bin dann gespannt, was du von diesem hältst. Der aus der blauen Flasche schmeckt eigentlich nach gar nichts. Eine Art Zuckerwasser. Das erinnert mich an Vernissagen oder Theaterpremieren, wo sowas serviert wird. Ja, du siehst, da steht einfach nur Prosecco drauf. Mhm. Das ist wirklich ein Fusel. Mhm. Prosecco ist ja die Bezeichnung sowohl für eine Traubensorte, die irgendwo angepflanzt werden kann, oder eben auch noch für ein Anbaugebiet. Wenn DOC draufsteht, kommt dieser Prosecco aus dem originalen Anbaugebiet. Und das ist schon zumindest mal eine gewisse Garantie für, sagen wir, eine recht gute Qualität. Ab Ernte 2009 gibt es eine strengere Regelung. Prosecco von außerhalb des Anbaugebiets darf gar nicht mehr als Prosecco verkauft werden. Philipp schleppt mich noch in einen riesigen Weinkeller. Er gehört zum besten Restaurant in der Gegend, dem D'Agigetto. Dei vini da dessert. E poi tiriamo la. Gigetto hat wahrscheinlich die beste Sammlung italienischer Weine weit und breit. Nicht alle italienischen Weine werden besser durch lange Lagerung. Das erfordert eine genaue Überwachung der Bestände. Ein Rotweinparadies. Aber auch hier degustieren wir ein Prosecco nach dem anderen. Gigettos Begeisterung für die unterschiedlichsten Geschmäcker im Prosecco ist richtig ansteckend. Prosecco ist ja schön, aber wir haben so viele Prosecco verglichen gestern Abend, dass mir jetzt der Kopf noch ein bisschen schmerzt, erstens. Und zweitens konnte ich überhaupt nichts mehr unterscheiden. Da geht es dir wie mir mit deinen Opern, wenn du da die verschiedenen Stimmen hast. Für mich klingen die Sänger alle gleich, ehrlich gesagt. Ich glaube eben, das ist schon ein bisschen auch eine Übungssache. Es ist sicher auch eine Frage des Talents. Ich meine, du hast das wahrscheinlich schon früh unterscheiden können. Also ich habe immer gerne sinnliche Empfindungen gehabt. Also ich habe schon als kleines Kind immer gemeckert, der Brei war nie gut genug oder musste nachgewürzt werden. Und so. Meine Mutter immer zur Verzweiflung getrieben.
Nordöstlich von Venedig liegt das Friaul, das für gute Weißweine bekannt ist. Leider kommen auch viele schreckliche Pinot Grigios aus der Gegend, die in Supermärkten verschleudert werden. Hier wird aber auch Rotwein angepflanzt und auf diesem wunderschönen Weingut auch im Bordeaux-Stil gekeltert, was uns auf dieser Reise besonders interessiert. Der Besitzer ist ein Graf Brandino Brandolini d'Adda. Er scheint aber ein unkomplizierter Graf zu sein. Bei gewissen Aristokraten im Weingeschäft hat man das Gefühl, man müsse vor lauter Dankbarkeit auf die Knie fallen, wenn man sie besuchen darf. Und Gott sei Dank hat er für uns eine kleine Zwischenmahlzeit vorbereitet, damit wir nicht verhungern. Meine Weine schmecken mir besser im Restaurant als zu Hause. Vielleicht ist es die Ambiance oder gar der Stolz, den eigenen Wein in einem bekannten Restaurant zu sehen. So, der ist eher im Bordeaux-Stil. Mehr Tannin, oder? Oh, das Bouquet. Feines Aroma. Wie Werner Stucki aus dem Tessin hat auch Brandolini das Weinkeltern im Bordele erlernt. Erst musst du deinen Rebberg verstehen. Du bepflanzt ihn, wartest 5 Jahre, pflanzt ein paar Klone. Dann verstehst du ihn ein wenig. Es ist stete Arbeit. Du passt dich andauernd der Kultivierung und der Interpretation deiner Trauben an. In jedem neuen Jahr lernst du etwas dazu. Deshalb braucht es sehr lange, um einen großen Wein zu keltern. 10 Jahre nur, um zu verstehen, was du tust. Nach 20 Jahren weißt du, dass es funktionieren könnte. Nochmals 10 Jahre und du bist auf der dritten Stufe. Also erster, zweiter, dritter, vierter Gang. Im fünften Gang bist du dann okay. Es ist im übertragenen Sinne vielleicht so, wie wenn ein Koch einmal im Jahr die Chance hätte, ein Schnitzel zu braten, sich dann das genau notieren muss und in einem Jahr darf er es wieder mal wiederholen. Das war jetzt schon der zweite Merlot im Bordeaux-Stil. Bordeaux-Stil im Tessin, Bordeaux-Stil im Friaul. Das scheint ja recht beliebt zu sein. Das ist jetzt endlich eine Weinkarte, die auch ich auf Anhieb verstehe. Schau mal. Vino ein Viertel Litro, Vino ein Zweitel Litro, Vino ein Litro. Was hättest du denn gerne? Ein Litro? Gerne ein Litro, ja. Okay, wunderbar. Prost, mein Lieber. Ja. In Italien gibt es noch so viele andere wichtige Weingegenden. Aber das Ziel unserer Reise ist eines meiner Lieblingsweinländer, Österreich. Bei österreichischem Wein denken auch heute noch viele Leute an den Froschschutzskandal Mitte der 80er Jahre. Wahrscheinlich war es genau diese Krise, die dem österreichischen Weinbau geholfen hat, sich von Grund auf zu erneuern. Heute ist Österreich eines der interessantesten Weinländer Europas. Lange Zeit war Österreich in erster Linie für Weißweine bekannt. In den letzten 15 Jahren hat sich aber eine Region mit ihren exzellenten Rotweinen einen internationalen Ruf aufgebaut, nämlich das Burgenland. Wahnsinnig, hä? Das ist jetzt Schloss Rotenturm. Ja, solche verwunschenen Schlösser hat es eigentlich sehr viele hier im Burgenland. Burgenland selber gehört erst seit 1921 überhaupt zu Österreich, war früher Ungarn. Es gab sehr viele Kämpfe eben in diesem Gebiet. Und die Grafen vom österreichisch-ungarischen Reich, die haben sich hier häufig dann auch Schlösser gebaut. Das hier kannst du für 1 Euro kaufen, wenn du möchtest. Ja. Allerdings musst du dich verpflichten, es zu restaurieren. Und das kostet 10 Millionen Euro. Herrlich, hä? Der Eisenberg. Mit Abstand die beste Lage im Südburgenland und für mich eine der schönsten Lagen überhaupt. Hermann Krutzler gilt schon seit Jahrzehnten als wichtigster Winzer am Eisenberg.
Er erinnert sich noch, wie er hier als Kind das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat. In diesem kleinen warst du drin? In diesem Keller sind wir vier Personen, die Großeltern, die Mutter und ich waren hier in diesem Keller während des Krieges. Ja, das die Einschusslöcher? Das sind die Einschusslöcher von der Granate während des Krieges. Und der Lärm war ziemlich... Naja, der war ja, nur geschossen und Granaten, das war wie Krieg. Wie man es im Fernsehen jetzt sieht, Krieg spielen, das war echt. Wir haben gebetet und alles Mögliche, was nur war, am Boden gelegen. Ja, das ist schlecht. Die Familie Krutzler stellt heute am Eisenberg absolute Spitzenweine her. Es ist das gefallen. Jawohl. Manche andere Winzerfamilien machen aber einfache Trinkweine noch wie vor 100 Jahren. Auch ein heuriger Buschen. Viele Familien keltern hier ihre Weine für den Hausgebrauch oder verkaufen ihn direkt ab diesem kleinen Kellerhäuschen für Freunde und Bekannte. Es ist wirklich etwas Wunderbares, so einen Uhudler mit Philipp zu trinken. Uhudler ist ein aus der Amerikanertraube gepresster, leichter, junger, etwas säuerlicher Wein. Die Heurigen werden hier Buschenschenke genannt. Und es hat Tradition, hier von einem Buschenschank zum anderen zu gehen. Weil wir hier so nahe an der ungarischen Grenze sind, führt uns Hermann Krutzler über diesen kleinen Grenzübergang, dem ehemaligen Eisernen Vorhang, auch noch in einen ungarischen Buschenschank. Das Interessante ist ja, dass ein großer Teil des Eisenbergs eben in Ungarn liegt, seit aber Ungarn auch zur EU gehört. Und etwa seit einem Jahr ist hier der Grenzübergang wieder offen. Und da findet eigentlich der Austausch zwischen Österreich und Ungarn wieder sehr viel reger statt. Wir sind hier in einem Buschenschenke. Es ist eine wunderbare Stimmung hier am Fuße des Eisenbergs. Ein bisschen Wein genießen, einfachen Wein aus der Region. Felix, das ist eine fantastische Mahlzeit. Wobei, wenn ich dich anschaue, mache ich mir etwas Sorgen. Hast du nicht ein bisschen zugenommen? Nein, ich glaube, ich habe eher ein bisschen abgenommen, weil ich habe mich strikt an die Montignac-Diät gehalten, nämlich wirklich Kohlenhydrate wegzulassen. Zum Beispiel das hier, das ist wunderbare Montignac-Diät. Das kann man essen. Du behauptest, von so etwas nimmt man ab? Man nimmt nicht wirklich ab, aber man nimmt auch nicht zu. Doch wofür der Eisenberg berühmt ist, sind seine Weine aus der Blaufränkisch-Traube. Das Südburgenland wird auch Blaufränkischland genannt, weil das ist hier die Traubensorte, die mit Abstand die besten Rotweine erbringt. Hermann Krutzler und seine Familie waren vor über 30 Jahren die Ersten, die damit angefangen haben, hochstehenden Qualitätswein am Eisenberg zu keltern. Die extrem wichtige Arbeit im Rebberg wird von seiner Frau Martha geleistet. Bereits im Rebberg wird selektioniert. Die Trauben werden alle von Hand gelesen, damit sie unversehrt in den Keller gelangen. Beim sogenannten Entrappen werden mit dieser Maschine die Stiele der Trauben entfernt. Alle Generationen helfen mit. Heute führt Sohn Reinhold die Geschicke des Weinguts. Die Trauben hier sind ja sehr lockerbärig und klein. Wie kriegst du das hin? Was macht ihr? Diese Lockerbärigkeit bringt natürlich auch das Alter mit. Das ist ein Rebstock, der was jetzt 35 Jahre alt ist. Und diese Lockerbärigkeit hat natürlich den Vorteil, dass es keine Fäulnis gibt. Weil eben die Beeren sehr locker hier hängen. Und wenn es natürlich dichtbäriger wäre, dann würden sie sich gegenseitig aufdrücken. Und dann kann es dazu kommen, wenn es viel Niederschläge gibt, eben, dass sie dann platzen, die Beeren. Und wenn das Wetter natürlich dann auch dazu beiträgt, kann es zur Fäulnis kommen. Das gibt natürlich Qualitätsverlust und auch Ernteverlust. Eben, es trocknet sicher besser ab, wenn es dazwischen noch die Luft zirkulieren kann. Zum Wohl. Also. Verdrängen wir.
Blaufränkisch ist eine faszinierende Traubensorte, die mir ganz besonders gut gefällt. Aber es ist auch eine schwierige Traubensorte. Der Blaufränkisch ist relativ säurebetont, er hat auch viel Gerbstoff und er benötigt ziemlich viel Zeit, um seine Reife zu erreichen. Es ist also kein Blender, es ist kein modischer Wein. Man muss sich mit ihm beschäftigen. Es ist wie eine Musikrichtung, die eingehende Beschäftigung verlangt, bis man ihn etwas versteht. Er ist schon relativ sauer. Ist das üblich? Säure an sich ist ja nichts Negatives. Ein Wein ohne Säure, der schmeckt fahl und pappig. Mhm. Also in heißen Weingegenden zum Beispiel, in Australien oder in Kalifornien, wird häufig Weinsäure dazugegeben, um eben dem Wein die Eleganz, die Frische zu geben. Es gibt ja Weine, die sind quasi Degustationsweine. Die sind dann sehr hübsch und rund und fast etwas süß und für sich alleine getrunken sehr hübsch. Aber es ändert sich sofort, wenn du den Wein dann zum Essen nimmst. Dann ist eben ein bisschen Gerbstoff, ein bisschen Säure sogar gut. Der Wein wirkt lebendiger und unterstützt die Speise auch besser. Die Familie Krutzler hat dem Blaufränkisch vom Eisenberg zu internationalem Ruhm verholfen. Nicht zuletzt mit ihrer Rotweingüwe Perwolf. Am Eisenberg gibt es aber noch ganz andere Winzer. Uwe Schiefer ist Quereinsteiger. Gelernter Tourismuskaufmann, dann Sommelier in einem der besten Restaurants in Wien. Jetzt will er als Winzer die Blaufränkisch-Traube völlig neu interpretieren. Einer dieser besonderen Qualitätsmerkmale oder besonderen Eigenheiten geschmacklicher Art im Eisenberger Weinen ist eben die besondere Bodenformation hier. Dieser blaue und grüne Tonschiefer und ganz wesentlich auch das Eisen, das man hier an der Oberfläche sieht, oxidiertes Eisen. Das kann man wirklich auch wieder schmecken. Und das ist auch jetzt, sage ich mal, unter Anführungszeichen die Kunst des Weinmachers, all diese Gegebenheit vom Terroir, ihn so zu machen, dass man das auch wiedererkennen kann. Das ist mein Ziel oder meine Aufgabe. Wie für alle hochstehenden Winzer ist es für Uwe besonders wichtig, den typischen Ausdruck seiner Trauben und seines Terroirs hervorzubringen. Die Rebe, die liebt extrem karge Böde. Und ganz wichtig für die Qualität, dieser doch sehr bescheidene Boden hier zwingt den Rebstock tiefer zu wurzeln. Also die Rebe liebt es eher karg und trocken, sie hätten mehr Trockenstress lieber, als eine Staunässe zum Beispiel. Und das ist der Grund, warum in der Hanglage auf so kargen, steinigen Böden eben die Weine dann besonders gut werden. Und je älter der Rebstock, desto tiefer wurzelt er und umso besser sind seine Trauben. Ein alter Rebstock hat außerdem den Vorteil, dass er weniger Behang hat, also weniger Ertrag. Wir haben weniger Trauben am Stock, dadurch reifen diese Trauben wesentlich besser aus, als wenn wir, wie etwa beim jungen Rebstock, sehr viel mehr Trauben daran hätten. Uwe ist ein Verrückter, der wirklich den ganz besonderen Ausdruck des Blaufränkisch hier am Eisenberg in die Flasche bannen möchte. Für einen Anfänger sind die Weine vielleicht in der Jugend etwas zu Säure betont, etwas zu Gerbstoff betont, manchmal sogar etwas asketisch. Wer sich aber intensiver mit diesen Weinen beschäftigt, der wird sehr große Freude haben, weil sie sehr tiefgründig sind. Sie haben sehr viele Nuancen, sie haben unglaublich viele Ziselierungen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das eigentlich hinkriegt, dass man seinen Gaumen so spezialisiert, dass man sich erinnern kann, wie die Weine so exakt schmecken. Ich meine, ich kann mich schon an gewisse Weine auch erinnern, aber wenn ich mit Philipp spreche, dann merke ich, dass er sich genau erinnern kann, an dem Abend habe ich den und den Jahrgang von dem und dem Wein getrunken und hat das genau im Kopf und kann sich genau auch erinnern daran. Das ist für mich ein Phänomen. Da bin ich wirklich noch meilenweit davon entfernt. Uwe Schiefer lädt uns noch ein in den Gasthof Strohriegel, sein Stammlokal. Felix ist hier.
Wir haben nicht nur hervorragend hier gegessen. Das Schöne finde ich, diese südburgenländischen Weine, die sind halt einfach auch, das sind herrliche Trinkweine. Das ist nicht so wie bei gewissen australischen Weinen, wo dann sehr schwere, kräftige Weine, da kriegst du Durst nach einem kleinen Glas Wein. Hier kannst du den Wein wirklich trinken. Er bereitet Freude und er belastet dich nicht, also er inspiriert dich mehr. Das haben ja viele meiner Kollegen leider vergessen. Die machen Weine für diverse Journalisten und Magazine und Verkostungen. Aber was soll's? Wenn du zu zweit nicht gemütlich so eine Flasche Wein trinken kannst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Heute Wein ist auch nicht mein Patent. Ich bin nicht schuld an den schönen Stunden, wo man vor Glück fast aus der Haut fahren denkt. Ich hab die ersten Geigen nicht machen lassen. Ich hör's halt für mein Leben so viel gern. Und wem's nicht recht ist, der soll Trübsal blasen. Und sieht bei mir da unglücklich. Ja, du hast ja noch. Guten Morgen. Guten Morgen. Hatten Sie was aus der Minibar? Zwei Wasser. Zwei Wasser. Und Sie? Ich hab nichts. Gar nichts. Hast du keinen Durst mehr gehabt nach deinem fulminanten Auftritt? Hat gestern etwas länger gedauert. Ja. Wir fahren weiter ins nördliche Burgenland, in die Weingegend am Neusiedlersee. Dort liegt das wunderschöne Städtchen Rust, das vor allem für seine exzellenten Süßweine bekannt ist. Der Neusiedlersee ist das Überbleibsel eines riesigen Binnenmeers, das sich immer mehr zurückgebildet hat. Er ist teilweise auch nur noch 2 Meter tief, an vielen Stellen nur 1 Meter, hat keine natürlichen Zu- und Abflüsse. Am Ufer bildet sich dann in der Morgenzeit vor allem sehr starker Nebel. Dieser Nebel führt zu Fäulnis, Botrytis nennt man das bei den weißen Traubensorten. Und daraus kann man dann eben die edelsüßen Weine machen, für die der Neusiedlersee berühmt ist. Zudem ist das Klima sehr stark geprägt von der ungarischen Tiefebene. Also im Sommer ist es hier sehr heiß, deutlich heißer sogar als in Bordeaux. Bordeaux? Gibt es hier vielleicht auch einen Rotwein im Bordeaux-Stil? Da bin ich ja gespannt. Schloss Halbturm, eines der wichtigsten Weingüter beim Neusiedlersee. Graf und Gräfin zu Königsegg haben eine Überraschung für uns vorbereitet. Wie geht's? Darf ich Felix Kauf vorstellen? Hallo. Guter Freund von mir. Also das ist der Hauptsaal des Schlosses. Das war der Wohnsalon der Habsburger. Kaiserin Maria Theresia hat hier drinnen am Kamin gesessen. Kann man sich jetzt nicht mehr so vorstellen, aber die haben hier gemütliche Abende verbracht. Mir schwant Schlimmes. Eine Blinddegustation. Markus Sieben, der Chef-Önologe, will uns bestimmt aufs Glatteis führen. Für die Blinddegustation haben wir 3 Weine hier mal vorbereitet. Die befinden sich im Preisbereich zwischen 25 und 250 Euro. Und um das Ganze so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, sind alle aus dem Jahr 2003. Felix, wir wollen jetzt mal sehen, was du gelernt hast. Aber jetzt mal, mein Lieber, sag mal, welcher Wein gefällt dir am besten? Für mich ist immer noch diese Vorstellung so unglaublich, dass ein Wein von diesen dreien hier, dass ich da praktisch mit jedem Schluck eine 10-Euro-Note esse. Das finde ich unglaublich eigentlich. Ich meine,
Es ist natürlich nicht so, dass ein 250-Euro-Wein 10-mal besser sein muss wie ein 25-Euro-Wein. Bei den berühmten Weinen ist es natürlich so, dass die Nachfrage derart riesig ist, dass wie bei einer seltenen Briefmarke, wenn die ganze Welt Chateau Petrus trinken möchte, dann steigt der Preis natürlich entsprechend stark an. Aber dieser Wein ist dann nicht 1000-mal besser wie ein anderer Wein. Also mir gefallen alle drei Weine gleich gut. Aber wenn ich wählen müsste, würde ich dem letzten den Vorzug geben. So, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir jetzt mal die Geheimnis lüften. Die erste Flasche. Cheval Blanc 2003, ganz, ganz großer Wein. Den kenne sogar ich. Habe ich auch schon gehört. Schon mal gehört? Ja. Großes Estonel ebenfalls gehört zu den ganz Großen. Das kennen wir alle. Naja, was uns schon ein bisschen gefreut hat, Imperial 2003, unsere rote Cuvée, mit der wir zum ersten Mal versucht haben, so ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Das habe ich mir fast gedacht, dass sie den eigenen aufbringen. Dass wir den so ein bisschen da hineinschmuggeln, ja? Aber mir hat der wirklich sehr gut gefallen. Das, ja. Hat sich verdammt gut gehalten, neben diesen hochklassigen Bordeaux. Ich gratuliere dir, gut gemacht. Das ist sehr erfreulich. Dann würde ich gar nicht so viel Geld ausgeben für das, was ich am liebsten trinke. Das war eine sehr spannende, interessante Verkostung, diese zwei großen Bordeaux neben dem österreichischen Rotwein. Und sie zeigt, dass die Österreicher die Qualität ihrer Weine in den letzten Jahren doch dramatisch gesteigert haben, weil sonst wäre so etwas nicht möglich. Aber was ist das Geheimnis von Schloss Halbturn? Wie erreichen sie diese hohe Qualität? Zum einen werden nicht alle ganz perfekten Traubenbeeren an zwei Lesetischen entfernt. Zum anderen werden die Trauben von verschiedenen Parzellen separat vergoren. So kann die Qualität gezielt verbessert werden, indem weniger gelungene Partien vorzeitig ausscheiden. Und wie beim Bordeaux wird auch hier das 225 Liter große Eichenfass, das Barrique, verwendet. Nur die besten Fässer gehen in die Cuvée Imperial. Die Weine werden rund 1,5 Jahre in diesen Fässern gelagert, die regelmäßig erneuert werden. Dadurch wird etwas Eichengeschmack an den Wein abgegeben. Es wird aber auch zusätzlich durch die Einwirkung des Sauerstoffs der Wein verfeinert. Es findet eine ganz leichte Oxidation statt. Der Wein wird komplexer, abgerundeter und verfeinerter. Und wie auch im Bordelais werden hier die Weine cuvettiert, das heißt aus verschiedenen Traubensorten zusammengemischt. Hier zum Beispiel Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Diese große Herausforderung in einem Cuvée ist dann, diese einzelnen Stärken der Rebsorten einfach so zusammenzufügen, dass sie in ihrer Gesamtheit als Cuvée dann etwas in sich Geschlossenes und Kompaktes und fast Vollkommenes bieten. Ich sag mal, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. So ist es. Bordeaux-Stil heißt also lange Vergärung an den Traubenschalen, Lagerung im Barriquefass, Verschnitt aus verschiedenen Traubensorten. Dass es Wein im Bordeaux-Stil sowohl im Tessin, im Fréaul wie auch in Österreich gibt, finde ich immer noch völlig verblüffend. Wie du siehst, ist das auf der ganzen Welt verbreitet, auch in Australien, Kalifornien und anderen Anbauregionen. Aber gerade Schloss Halbturn ist ein super Beispiel dafür, dass man einen regional klar erkennbaren Wein mit internationalem Anspruch machen kann, wenn man jene Sorgfalt anwendet, wie sie von wirklich guten Chateaus aus dem Bordelais bekannt ist. Aber eine Frage bleibt mir auf dieser Reise immer noch. Wie macht man eigentlich Bordeaux im Bordeaux-Stil?